Das Gründernetzwerk Succeed feiert in diesem Jahr bereits das 10. Jubiläum des Gründerstammtisches am Standort Mittweida. Succeed-Projektleiterin an der Hochschule Mittweida, Professor Ulla Meister, erzählt dabei von den Meilensteinen, die sie gemeinsam mit Dr. Frank Schumann, Matthias Baumgart, Dirk Liebers und Thomas Cabrera bewältigt hat. Ziel war es immer, die Existenz- und Unternehmensgründung lehrplanfähig zu machen. Neben der Präsentation des neuen Teilprojektes Concept On durch Thomas Cabrera stellt auch Dirk Liebers ein Teilprojekt vor, welches die Gründungsinteressierten im digitalen Bereich verstärken soll. Praxistipps sowie Einblicke in die Fördermöglichkeiten durch den Technologie- und Gründerfonds Sachsen gibt es von Kevin Tost, der durch seinen Einstieg in die Boulder Lounge GmbH sein Hobby zum Beruf machte. Ich denke, es ist ganz wichtig, sucht euch immer Mitstreiter, also bildet ein gutes Team. Lasst euch nicht von Rückschlägen nach hinten werfen, sondern geht immer weiter euren Weg, nutzt alle Chancen, die sich bieten. Ich denke, immer wichtig, sammelt Kapital ein, um auch eure Wachstumsträume verwirklichen zu können. Das Highlight des diesjährigen Gründerstammtisches ist die erstmalige Verleihung des Professor Detlef Müller Startup-Preises durch den gleichnamigen Stifter, Gründer und Inhaber der Mittweidaer Firma IMM Electronics GmbH. Der Preis ist mit 1.000 Euro dotiert und soll bis 2024 jährlich vergeben werden. Ja, also die Motivation für den Preis als Startup-Preis ist eben, dass man, ich hatte es vorhin schon im Vortrag gesagt, einiges der Region zurückgeben möchte. Ich denke, ich habe viel der Region hier zu verdanken, ich habe viel dieser Hochschule zu verdanken. Die Weltmärkte leben heute von Netzwerken, also von Win-Win-Beziehungen, von partnerschaftlichen Beziehungen. Und dort muss man eben auch als Großer, das machen uns ja die ganz Großen vor, die Googles dieser Welt und so weiter, sollte man die Startup-Szene unterstützen, sollte also auch für die Märkte von morgen sorgen und auch für die Netzwerkpartner von morgen selber sorgen. Für die Juroren Professor Detlef Müller selbst, Professor Ulla Meister, dem Vorstandsvorsitzenden des Förderkreises der Hochschule Mittweida, Professor Michael Hösel, dem Referatsleiter des Prorektorats Forschung Matthias Baumgart und dem akademischen Assistenten für Gründungs- und Qualitätsmanagement Dr. Frank Schumann stehen die Gewinner fest. In diesem Jahr geht der Preis an die Gründer der Kinector GmbH, Thomas Schmieder, Tobias Tauscher und Enrico Pisco. Wie Detlef Müller das schon sagte, als er den Preis verliehen hat, es geht nicht unbedingt um die Summe als solches, die man jetzt hier macht. Auch diese Summe ist schnell vertan als solches. Wir werden sicherlich das unseren Mitarbeitern irgendwie als Form zugutekommen lassen. Das, was persönlich vermittelt wird, auch weiterhin natürlich aktiv zu bleiben als solches, ist so ein Preis, möchte ich fast sagen, wichtig, um diese Brüderlichkeit im Geiste als solches zu spüren, zu leben und das auch weiter durchzuhalten. Es ist in der Hinsicht sehr angenehm zu erfahren, wie einem doch die Hand gereicht wird. Und das auch weiterhin. Nicht nur am Anfang, sondern auch auf den weiten Weg, der über die Jahre sehr beschwerlich war, mit sehr vielen Hürden, mit sehr vielen Hindernissen, dass die Leute einen auch weiterhin an einen glauben. Der Gründerstammtisch findet einmal im Semester statt und erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Die Anmeldung und Bewerbung für den Startup-Preis ist bereits möglich.